werden heute mal wieder im Hide-and-Seek-Battle ein wenig trollen. Und zwar, seht ihr da hinten, ist der Sünder am Start. Was er nicht weiß, ist, ich habe eine Mod installiert, mit der ich mich einfach mal kleiner machen kann. Um genau zu sein, kann ich mich super, super klein machen. Ihr seht, zack, so klein. Und er wird mich richtig, richtig schlecht sehen. Und ja, ich bin gespannt, wie der Sünder reagieren wird. Lasst auf jeden Fall einen fetten Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr Hide-and-Seek-Trolling sehen möchtet. Und viel Spaß beim Video. Wir sind heute mal wieder im Hide-and-Seek-Battle mit am Start. Und mit dabei haben wir den Sünder. Hallihallöchen, Leute, da bin ich wieder. Ja, Mann, Leute, wir haben hier ein schönes McDonald's herausgesucht und wir werden uns hier verstecken. Wir werden 2,5 Minuten Zeit haben, wenn wir den anderen versuchen zu finden. Ich denke, das ist eine ganz gute Zeit so. Und ja, wenn ihr das Ganze feiert, lasst wie gesagt ein Like da. Und Sünder, ich würde sagen, komm, du bist der Gast. Du darfst mich erstmal suchen. Die Kamera hier hinten rein, ne? Ja, ja, das genau. So, da okay. Würde ich sagen, ich verstecke mich. Wir haben die Name-Tags übrigens deaktiviert. Also, das sieht man hier nicht. Zack, ihr seht, da ist kein Name über den Kopf. Und ich würde sagen, Sünder, die Zeit, 30 Sekunden, beginnt genau jetzt. Jamil, du kannst wieder einen Timer reinmachen. Und ich werde jetzt mal hier mich irgendwie versuchen zu verstecken. So, okay, das kann auch nicht so viel essen, Pat, ne? Du musst dich verstecken. Nee, keine Sorge, ich werde mich auf jeden Fall hier irgendwo verstecken. Ach, ich habe gar nicht... ich bin so ein Dulli. Ich habe gar keinen Timer gestartet, merke ich gerade. Okay, aber ich denke mal noch so... Ja, ein paar Sekunden hast du Zeit. Ich denke mal, das sollte dann auf jeden Fall fair genug sein. So. Okay, Leute. Also, du kannst jetzt herauskommen und versuchen, mich irgendwie zu finden. Mal schauen, ob du das hinbekommst oder nicht. Ne? So, ich bin wirklich sehr gespannt. Versteckt oder nicht? Ich komme, Pat. Gibst du mir auch irgendwann Hilfe? So ein bisschen so ein heiß, kalt. Kennt ihr das? Ja. Also, aktuell noch nicht. Noch nicht. Ne? Aber wenn es drauf ankommt, dann kann ich dir vielleicht helfen. Ich muss jetzt nochmal den Timer starten, fällt mir gerade auf. Ich denke mal, so 2 Minuten 18 Zeit solltest du noch ungefähr haben, ne? Aber... Richtig kennen bist du meistens beim Essen, Pat. Deswegen werde ich dich bestimmt in der Küche finden. Wer weiß, kann schon möglich sein, dass ich mich beim Essen verstecke. Aber muss natürlich nicht sein, ne? Das muss hier natürlich nicht sein. Gott, die Zeit rennt weg. Die Zeit rennt, ne? Ja, die Zeit rennt auf jeden Fall. Das stimmt, das stimmt. Okay. Hast du mich schon gesehen? Nee, oder? Ich habe dich schon gesehen. Doch, ich habe dich schon gesehen. 1:50 noch aktuell. Vielleicht sieht man es ja bei mir in meiner Perspektive, wo der Pat sich gerade versteckt. Ja. Also das ist gerade sehr, sehr heiß gewesen. Sagen wir es mal so. Gerade war wirklich sehr, sehr heiß. Dann bist du bestimmt hier. Na, noch nicht. Hast du mich noch nicht gefunden? Ja, jetzt wieder kälter geworden. Ja, schon wieder kälter geworden. Doch. Ja, bist du hier hinten irgendwo? Sicher. Nee. Okay. Also bewegst du dich auch oder bleibst einfach nur stehen? Ja, Richtung Spielplatz. Also ich bewege mich nicht, ne? Nachdem ich mich jetzt versteckt habe, bewege ich mich nicht. Spielplatz? Dann bist du vielleicht hier oben auf so einer Baumkrone. Hast du dann Jump'n'Run gemacht? Na, eigentlich nicht. Also ich bleib hier gerade nur stehen gerade, ne? Also... Mann, Leute, ihr habt ihn bestimmt schon gesehen bei mir. Und ich bin bloß so blind. Wer weiß, ne? Also das ist manchmal auch gar nicht so einfach, ne? Darf ich mit F5 gucken? So mit um die F5 Ecken, darfst du gucken, ja, das kann Problem. Okay. Nicht, dass ich hier noch schummel oder sowas. Nein, das ist erlaubt. F5 ist erlaubt, alles easy. So, 55 Sekunden aktuell noch, ne? Habe ich nur noch 55 Sekunden Zeit? Ja. Hast du schon alles durchsucht? Oder vielleicht habe ich dich auch nur getrollt, ne? Kann auch sein. Stimmt, Leute, ihr habt mich safe getrollt, ne? Wer weiß. Also wenn du mich nicht finden solltest, ich werde mir das Versteck auf jeden Fall merken, weil hat ja auch beim allerersten Mal gut funktioniert, ne? Aber wenn du mich noch findest, dann muss ich mal schauen, ob ich hier nochmal bleibe oder nicht, ne? 20 Sekunden aktuell noch bei mir, wahrscheinlich... Schaffst es nicht? Ich glaube nicht, Leute, ihr habt den schon gesehen, alle lachen bestimmt, weil jeder sieht dich. Oder ihr wisst ja, wo Pat ist und ich nicht. Ich laufe rum wie Falschgeld. Also, der Timer ist jetzt jeden Moment vorbei. 6, 5, noch 4, 3, 2, 1. Und der Timer ist vorbei, Tim. Das war's. Okay, ja, dann gucke ich auch nicht irgendwie hin, wo du jetzt herkommst. Weil sonst ist ja unfair, dass du das nicht sehe, wo du herkommst. Das wäre sonst echt ein bisschen unfair. Deswegen geh mal wieder zurück, würde ich sagen. Ich bin an der Kammer. In die Kammer, genau. Zack, dann komme ich jetzt ja auch wieder heraus. Und hier bin ich, Tim. Ja, das war leider nichts in der ersten Runde zumindest. Aber jetzt folgt ja noch die Runde, wo ich dich suche. Ich würde sagen, ich begebe mich jetzt auch mal in die Kammer herein. Ne? Und dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder. Ne? So, die Zeit beginnt genau jetzt. Wehe, Pat, du warst unsichtbar und hast mich irgendwie getrollt oder so. Ich war nicht unsichtbar, wirklich nicht. Also, ja, ihr kennt doch den Pat, der ist so ein kleiner Schlingel. Der wird sowas machen. Ich weiß. Darf ich die Map auch ein bisschen beschädigen? Nein, das ist nicht erlaubt. Okay. Beschädigen ist nicht erlaubt. Okay, dann weiß ich Bescheid. Wo könnte ich mich denn verstecken? Leute, ihr habt bestimmt eine Idee. Ihr habt das auch schon alles gesehen. Und die Zeit ist jetzt auch schon vorbei.
Und dann fange ich jetzt mal an zu suchen. 2,5 Minuten habe ich ja auch Zeit. So, dann schauen wir mal nach, ob wir hier irgendwo den guten alten Sinde finden können, ne? Das ist mal so eine Sache hier. Weil der ist ja auch nicht doof, was Verstecken angeht, ne? Und hat mich so ein bisschen an die Zeiten von damals, dass wir auch Hide and Seek gemacht haben, ne? Ja. Aber hab mir, muss ich sagen, die Map auch noch nicht angeschaut. Also ich bin auch ganz wie du frisch hier am Durchstarten. Oder auch nicht, wie man es nennen möchte. Kann man ja auch durch, lol. Okay, okay, okay. Kann man wahrscheinlich nicht rein. Einiges, was man hier noch nicht gesehen hat, ne, Pat? Also. Ja, man, wer weiß, wo du bist, ne? Wer weiß, wo du dich auffällst. Also auf den Toiletten bist du, glaube ich, nicht. Schätze ich zumindest mal. Aber hier ist ja auch echt viel Platz. Oh, das ging ja recht flott zum Glück. Okay, also nach 1 Minute habe ich dich ungefähr gefunden. Deswegen hast du so gelacht. Wie lange hättest du noch anderthalb gehabt, ne? Ja, ja, deswegen hast du so ein bisschen gelacht. Aber gut, Tim, das war dann jetzt halt so. Ich würde sagen, ja, dann geht's jetzt weiter. Du gehst wieder in die Kammer. Geh in die Kammer, du hast wieder Zeit. Genau, die Zeit beginnt genau jetzt. Und dann such mal schauen, ob ich dich finde oder ob du mich findest, besser gesagt. Ne, ich garantiert nicht finden. So. Du bist wieder im gleichen Versteck wie eben? Na, ich bin ein bisschen woanders. Aber es ist recht in der Nähe, würde ich sagen, ne? Schon recht in der Nähe. Dann 11 Sekunden habe ich aktuell noch Zeit, um mich hier irgendwo zu verstecken. Also ich bin tatsächlich nicht unsichtbar, ne? Falls du das vermutest oder so. Nee. Das war nur ein Spaßgedanke. Also das bin ich halt nicht. Okay, die Zeit ist vorbei. Ja. Und du darfst genau jetzt suchen, ne? Geht los. Genau, dann noch gucken kurz einen Burger holen, ne? Ja, also ich sehe dich schon hier klettern, auch gerade auch oben, ne? Auf diesem kleinen Klettergerüst, oder wie das, was das sein soll, ne? Ja, das ist der Weg zu einer Rutsche, aber wo bist du denn? Ja, gute Frage, ne? 2:10 hast du aktuell noch Zeit. Das gehst du da vorbei am Zaun, ne? Wo bist du, Pat? Hast du eine Ahnung? Das ist halt die Frage. Du kannst mich auf jeden Fall nicht von. Du bist nicht im Gebäude. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Du bist vielleicht schaue ich auch durchs Glas oder so. Das kann auch sein, ne? Nee, du bist. Siehst du mich noch? Jetzt nur so ein bisschen. Okay, dann so bist ganz du ein kleines bisschen. Du musst jetzt hier bei McDonald's-Schild sein, sag ich. Irgendwo in der Richtung. Ah, es geht in die Richtung. Hast du auch unterm Banner geschaut? Unterm Banner? Mhm. Unterm Banner? Ja, ja. Da oben, da wo McDonald's steht. Ah, jetzt kletterst du da hoch, das sehe ich gerade, ne? Mann, Pat! Hast du echt keine Ahnung, wo ich bin? Ich habe wirklich keinerlei Ahnung. Ehrlich? Wirklich, Leute, ich mein's ernst. Also ich find's schon fast offensichtlich, ne? Fast offensichtlich, muss ich sagen. Das Ding ist, ich prank dich, ich sehe dich wirklich nicht. Du prankst mich nicht, oder? Nein, ich prank dich nicht. Also weißt du wirklich, wo ich bin, oder was? Nein, ich bist okay. Aber auch auf dem Klo die ganze Zeit. Nein, ich bin wirklich nicht auf dem Klo, sonst hätte ich nicht gesehen, dass du da jetzt gerade reingegangen bist durch die Tür. Hä, hey, wo bist du? Ja, du, jetzt gehst du hier an Dings vorm Gras, jetzt bist du an so einem Baum, jetzt sehe ich dich nicht mehr. Trollst du mich auch die ganze Zeit. Jetzt gehst du am Baum vorbei, jetzt bist du wieder an der Anfangstür, gehst auf das Gerüst drauf, ne, kletterst jetzt auf die Zäune. Ja, und jetzt bist du wieder irgendwo hinterm Gebäude verschwunden. Auf jeden Fall irgendwo am Shiften. Ja, ja, klar, sonst würdest du meinen Namen sehen, ne? Ja, die sehen wir doch eh nicht, ja, das haben wir doch ausgestellt. Ja, stimmt. Also hier, jetzt kannst du mich gar nicht sehen, ne? Wer weiß, vielleicht. Du kannst mich nicht sehen, dann musst du auf dem Dach sein, aber ich sehe dich ja mit F5, ich schaue ja also die ganze Zeit. Also ich sag mal so 10 Sekunden noch, ne? Das ist nicht mehr viel Zeit. Das ist das beste Versteck ever, wirklich. Okay, also jetzt bist du wieder reingelaufen, na, fast reingelaufen. Hier? Nee, du bist draußen, aber ich kann es nicht sagen, wo. Die Zeit ist vorbei. Gut, Tim, 2-mal hast du mich nicht gefunden. Mal gucken, ob ich dich gleich finde. Du musst jetzt aber in die Tür nochmal reingehen, weil sonst weißt du ja, wo ich bin. Ich werde es erst gleich verraten, damit es auch ein bisschen spannender bleibt, ne? So. Ich habe mich ja gleich das gleiche versteckt. Dann bin ich jetzt hier am Start. Moin, Tim, was geht? Das kann nicht sein. Okay, wirklich. Dann würde ich das sagen. Ich kann nicht in meine Aufnahme, irgendwo. Dann würde ich sagen, let's go. Die Zeit beginnt genau jetzt. Okay. Run, Tim, run. So. Wo könnte ich mich denn jetzt verstecken? Nein, 17 Sekunden wird noch, ne? 17 Sekunden, 16, 15. Warte, ich bin so nervös, Leute. Ich weiß nicht, wohin. So, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal raus und schaue, ob ich dich finden kann oder nicht, ne? So. Also im gleichen Versteck wirst du, denke ich mal, nicht sein. Das würde mich zumindest ja wundern. Vielleicht schon, Pat. Vielleicht möchte ich sowas Offensichtliches machen. Weiß es nicht. Also das würde mich schon sehr, sehr krass wundern, wenn du dich im gleichen Versteck nochmal aufhalten würdest. Aber hier sehe ich aktuell nicht. Aber ich check das Ganze natürlich trotzdem nochmal ab, ne? Das für den Fall der Fälle, dass ich dich finden kann. Ja, mach das ruhig, Pat. Dass ich dich finden kann für den Fall der Fälle. So, hier sehe ich auch nichts, ne?
Okay, also das Versteck jetzt ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Ich habe mir auch richtig Mühe gegeben. Weißt du, ob du das findest? 1 Minute 29 noch. Okay, also aktuell bin ich... Selbst wenn ich dich sehen würde, würdest du nichts sagen, ne? Wo bist du denn auf welcher Seite? Ja, da habe ich dich. Nein! Gut, da habe ich dich ein zweites Mal gefunden. Das heißt, ich habe heute auf jeden Fall gewonnen. Ja, Tim, nächstes Mal musst du auf jeden Fall die Augen ein bisschen besser aufmachen. Aber so ist es halt, ne? Dementsprechend, Leute, lasst auf jeden Fall einen fetten Like da. Lasst auch ein Abo da. Tim, übrigens, ne? Guck mal hier, ja, was ich gemacht habe. Siehst du mich noch so ein bisschen? Ich sehe gar nicht. Guck mal hier. Wie ging das? Siehst du mich? Nee. Dieser Winzling hier. Ah, ich doch, bin ganz jetzt klein geschrumpft. Ja, okay, Leute, wie soll ich das hinbekommen? Ja. Und dann es war so hier, klar, dass Pat wieder nur prankt. Dann habe ich mich hier irgendwie auf so einer Laterne und so versteckt und ja, man sieht einen schlecht, ne? Es war so klar, dass Pat einen wieder nur prankt hier. Ja, ja. Okay, Leute, also bis zum nächsten Mal. Haut rein, Like nicht vergessen. Ciao.